Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr auf der B251 zwischen Dörnberg und Kassel, etwa in der Höhe des Steinbruchs Menke. Nach ersten Informationen der Polizei sind zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Auch ein drittes Fahrzeug war an dem Unfall beteiligt. Eine Person wurde im Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit werden. Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Personen verletzt. Alle wurden nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Um die genaue Ursache feststellen zu können, wurde ein Gutachter in die Ermittlungen einbezogen. Während des gesamten Einsatzes musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Zum Einsatz kam die Feuerwehr Habichtswald und der Rettungshubschrauber Christoph 7, der ohne Patient wieder abflog.